Ja, es gibt schon Bezüge und es gibt schon Bezüge. Und hier ist der Lauri bei uns und Drive Dressy heißt das Ganze. Sie machen schon Bezüge für Vans und egal was. Ja, das heißt, ihr könnt das anpassen. Im Moment habt ihr einige Volkswagen hier stehen. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ihr wollt es einfach mal wissen. Ihr wolltet natürlich auch Hingucker haben, wo die Leute stehen bleiben. Wir sind in Bern auf dem Swiss Caravan Salon. Bleiben die Leute stehen? Natürlich bleiben die heute stehen. Wir freuen uns, dass erstmal wir hier sein dürfen beim Swiss Caravan Salon, im Messen endlich wieder stattfinden können. Und natürlich machen wir hier die am meisten auffallen. Die am meisten, ihr seid das, gell? Ja, genau so ist das. Wir sind zuständig für Farbe und gute Stimmung, gute Laune. So, wie bist du auf die Idee gekommen? Du kommst normalerweise, ist das hier so eine Sache, so Innenausstatter, die das können und so weiter. Du bist nicht zufällig Raumausstatter? Nein, tatsächlich nicht. Mein Bruder ist eher der die Produkte weitgehend sich überlegt und entwickelt. Ich bin eher zuständig für den Rest. Aber wir sind auf die Idee gekommen, eigentlich vor allem durch unsere Mutter, die Sitzbezüge gesucht hat für ihren Auto damals, weil wir Hunde hatten. Und sie hat gemeint, es gibt nur schwarz, braun und grau und es ist mal Zeit, da ein bisschen Farbe reinzubringen. So, jetzt ist ja bei den Sitzbezügen die Passform das A und O, denn es gibt ja welche, die werfen den Falten, das sieht nicht gut aus und so weiter. Die passen bei euch, oder? Das ist für uns das Allerwichtigste. Ihr könnt auch gerne mal hinter in die Busse schauen. Für uns sind zwei Dinge im Vordergrund. Es muss einfach zu beziehen sein für jedermann, einfach zu Hause, und es muss farblich toll aus sein und perfekt passen. Oh, das heißt, ich könnte sogar den Sitzbezug ein bisschen anpassen auf die Folierung, die ich außen habe, oder? Natürlich, man kann sich die Farben, wir haben 3D-Konfigurator online, da kann man sich das alles selber zusammenstellen. Hier seht ihr natürlich unser tolles Exemplar, unser Tucan Mobil, wie wir es nennen. Ich zeige das mal gerade von der anderen Seite. Ihr habt es jetzt foliert, Drive Dressy, was hier drauf ist, und habt euch dann erlaubt, natürlich die ganze Innenbezüge im gleichen Dekor zu machen wie außen. Genau so ist es. Wir haben gedacht, hier mal volle Kanne Tucan heute, und das kann dann jeder für sich selber individuell gestalten, wie er lustig ist. Wahnsinn. Komm, wir schauen uns das Ganze mal an. Die Haltbarkeit ist ordentlich, das heißt, das Ganze ist Automotive, das ist der Anspruch, oder? Das ist der Anspruch, und vor allem muss es auch nachhaltig sein. Der Anspruch ist also, es ist aus recycelten PET-Flaschen unser Material. Es ist sehr, sehr dick. Wir haben ein sehr, sehr dickes Material, vor allem damit man nicht auf dem Bezug so rumrutscht. Und es ist extra für diesen Kontext Autositzbezug entwickelt worden. Ist das schwer natürlich zu montieren, aufzuziehen? Super einfach. Man hat keine Gummis oder Häkchen. Man muss im Normalfall einfach nur die Bezüge drüber ziehen wie so eine Socke und sie halten trotzdem perfekt. Da mussten wir uns vor allem Gedanken machen, weil wir viele Flottenkunden auch haben und die haben natürlich nur wenig Zeit zum Beziehen zwischendrin. Ah, okay, ich habe verstanden. Das heißt, die fahren zum Beispiel dann ein halbes Jahr und so weiter, geben die Fahrzeuge zurück, dann gehen die Sitzbezüge raus? Genau, nicht nur das, sondern die haben auch im 10-Tage-Takt neue Kunden und natürlich wollen die Kunden dann wieder ein frisches Auto haben und dann muss das zwischendrin bezogen werden. Dann haben die 2-3 Minuten Zeit, um die Bezüge umzuziehen für den nächsten Kunden. Also Flottenkunden heißt auch, das können jetzt zum Beispiel Verleiher sein? Genau, Verleiher sein, das ist so der Beispielkunde, genau. Große, vor allem auch VW-Bus und Fiat Ducato, Citroën Jumper Verleiher. So, jetzt gebe ich dir mal eine kleine Aufgabe. Wenn du mal den unteren Sitzbezug mir mal zeigst, wie der jetzt montiert ist. Ihr seht, wir haben ja auch noch gerade eine Magnettasche montiert. Das läuft hier mit den Gegenmagneten, die ihr hier unten seht. Okay. Da kann man unser Bezugssystem dann quasi ganzheitlich nutzen und überall auch diese Taschen montieren. Die halten nicht nur draußen, okay, sondern auch drin. Okay, das da ist die Aufbewahrungstasche dann, genau, oder? Das ist eine Tasche, die kann man überall montieren. Jetzt hier zum Beispiel machen wir die einfach mal in die Kopfstütze, dann mache ich das Gegenpad hier oben rein und mache es an die Kopfstütze. Und wenn ich dann sage, ich will es aber doch nach außen hängen, kann ich es einfach abnehmen. Und überall draußen gegen jede magnetische Fläche hin. Am Fahrzeug. Okay. Genau so ist es. So, machen wir das mal wieder zurück. Und das Ganze ist auch geschützt gegen Kratzer und so weiter, weil das Material ja drunter ist. Stoff drüber gezogen. Natürlich kann es mal passieren, wenn ich irgendwie durch den stärksten Sand fahre, dass man vorher mal gucken sollte, ob da ein Sandkorn drunter ist, aber sonst im Normalfall nichts. Ihr seht, es geht super schnell. Das war's. Ich ziehe einfach einmal drüber, mach's unten fest und es ist ab. So, wenn du mir das mal zeigst, das ist Aufwand. Hier hinten ist eine Tasche von uns. Ja. Ja, und diese Tasche kann ich einfach einmal mir um die Hand klappen. So, zack. Und dann gehe ich hier hinter, mach das rum und gehe dann hier rein mit der Hand und ziehe rechts rum den Bezug. Wahnsinn. So, und dann ziehe ich den einmal rum. Einmal so komplett auf Spannung. Das spannt dann auch ordentlich. Zack. So, dreh das Ganze und klette hier unten den Bezug wieder rein. Hält wieder fest. Hinten mach ich es noch schick, damit es gut aussieht. Zack. Jetzt mal eine Frage, das Gegenklett, das ist schon dran an den... Das schicken wir mit. So. Jetzt ist das wieder gerade und fertig. Es sieht so aus, als wäre es immer so gewesen. Das ist wahrscheinlich so, was die Leute meistens fasziniert hier. Genau so ist es. Viele fragen uns, ob wir auch Bezüge machen, weil sie denken, das wäre gesattelt. Okay, verstehe. So, das ist jetzt auch nochmal hier oben drauf. Da steht es drauf. Ihr seid woher? Aus welchem Ort kommt ihr? Wir sitzen und produzieren alles in München. Wir haben da eine kleine Hinterhofwerkstatt und da wird alles gemacht. Mittlerweile sind wir 20 Leute und sind da fleißig am Bezüge machen. Ja, es gibt ja auch, natürlich in Hamburg gibt es Leute, die machen solche
Abdeckung, Wärme und so weiter und so fort. Die haben sich einen riesen Ruf erarbeitet, ja, in der Szene. Euch habe ich noch nie gesehen. Das heißt, ihr macht das schon ewig, oder? Nein, wir machen das erst seit, wir sind im Campingmarkt eigentlich aktiv erst seit 2 Jahren. Ja. Wir kommen aus dem Pkw-Geschäft ursprünglich und sind aber auch erst seit 3 Jahren haben wir gegründet, mein Bruder und ich. Und deswegen kennt man uns wahrscheinlich noch nicht so in der Branche. Aber immer mehr. Wir kommen dazu, dass wir immer mehr Leute uns natürlich auch hier auf dem Messestand kommen und sagen, ah, servus, euch habe ich online irgendwie schon gesehen. So, das Ganze wird natürlich in Thailand, China und irgendwo gefertigt? Nein, natürlich nicht. Bei uns ist alles nachhaltig, ganzheitliches Konzept. Wir haben, wie gesagt, recyceltes PET-Flaschen als Material, was auch atmungsaktiv ist und produzieren alles per Hand in München. In München? In München. Ist das denn bezahlbar? Das ist bezahlbar. Wir setzen auf digitale, gute Prozesse. Das ist das Entscheidende und nicht auf billige Arbeitskräfte. Okay, sehr schön. Das heißt, alles ist automatisiert, was natürlich der Passform auch entgegenkommt. Das heißt, das ist immer ganz genau gefertigt, oder? Genau, für die Modelle auch immer. Und bei uns arbeiten wir mit dem sogenannten Sitzformcheck. Das heißt, der Kunde muss uns trotzdem, egal welches Modell er hat, auch wenn er denkt, er hat immer die gleichen Sitze, sind es oft andere, damit es passt. Transporter, Multivan, Co. haben alle andere Sitze. Und es gibt immer einen Sitzformcheck danach. Man schickt uns Fotos von den Sitzen. Und dann fertigen wir die Bezüge genauso, dass sie auf den Sitztyp, den der Kunde hat, passen. Okay, da habt ihr ein System entwickelt. Hier sieht man sehr schön, ihr könnt denn auch Sitzpolster, Kissen und so weiter. Alles dazu, ganzheitlich, die Taschen, die Kissen. Wir arbeiten auch an neuen Produkten, die dann immer dazukommen, so, Vorhänge und Co. Den Hund haben wir erwähnt. Ist das waschbar? Absolut, 30 Grad in der Waschmaschine. Das ist ja der Hammer, oder? Ja. Das heißt, die Leute, die können es gar nicht fassen. Was ist im Sommer, wenn ich schwitze? Es ist, wir haben das natürlich entwickelt, auch das Material zusammen mit einem Automobilzulieferer von VW. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr gut zu sehen, wie so ein Originalsitz vom Material, von der Haptik her. So, komm, wir zeigen mal gerade was Schönes. Das sind so Zubehörteile, die ihr mitentwickeln könnt. Genau. Was ist das? Das sind die Magnettaschen, die wir vorhin kurz gezeigt haben. Größer. Man kann es, genau, die gibt es in groß und klein, eben mit diesen Magneten drin. Und so kann ich überall quasi diese Tasche entweder mitnehmen und das Magnetpad rausmachen. Das ist hier nicht eingenäht, sondern kann ich mit dem Reißverschluss rausmachen. Ein Magnetpad ist in der Tasche, eins kriege ich immer draußen. Und so kann ich den Bezug überall, weil unser Bezug so eng sitzt, kann ich überall die Magnete befestigen und einfach die Magnettasche dagegen pinnen. So, das sind Farben, die da sind. Ihr habt jetzt immer extreme Farben, habt ihr hier im Einsatz. Aber es gibt auch, ich sag mal, genau, für den etwas Älteren, so wie mich. Du siehst, unten im Karton ist auch ganz schlicht. Wir Zeig können mal bitte. Auch einfach nur schwarz, grau, weiß. Man kann sich bei uns auch immer kostenlos Stoffproben bestellen, damit man das auch wirklich sieht. Okay. Und im 3D-Konfigurator kann ich die Farben auch kombinieren, wie ich lustig bin. So, sehr schön. Das heißt, ich könnte theoretisch auch meine Firmenfarben wählen, das geht? Genau, also man kann zum Beispiel, wenn man bei uns auf die Website geht, kann man sein Modell auswählen, sind alle auf der Website, dann kann man auf Jetzt konfigurieren klicken. Und dann kann ich mir das zusammenstellen, wie ich will. Ich kann auch Logos, Text reinladen, ich kann hier meine Designs quasi gestalten. Das heißt, ich kann sagen, ich will jetzt nur einen Fahrersitz haben beispielsweise und dann kann ich in die Designriege reingehen. Ja? Und dann kann ich sagen, hier, ich mag irgendwie das Toucan-Design, was wir eben gesehen haben zum Beispiel. Ja. Oder ich mag es einfach nur schwarz. Und dann kann man da natürlich auch noch sagen, ich will dazu dann das Außendesign vielleicht ein bisschen aufwendiger haben und außen dafür den Toucan haben. Mhm. Zack. Und dann so, das geht auch. Ich kann genau. Teil. Und dann kann ich noch ein bisschen Text integrieren. Das heißt zum Beispiel, ich kann sagen, ja, ich will Text im Fahrersitz haben. Ja? Text im Fahrersitz, genau. Und dann kann ich das hier einfach reinschreiben. Dann kann ich mir noch einen Text, Schrift aussuchen und den Text hier eintippen. Zum Beispiel mal meinen Namen. So, das ist der Lauri. Und dann kann ich das hier auch visualisieren und sehen. Ja? Mein Gott, habt ihr richtig, richtig viel Zeit investiert in diese App, oder? Das heißt, das ist eine Webseite. Das ist unsere Website, genau. Und wir haben viel Zeit investiert, aber es ist natürlich auch unser Prozess. Wir arbeiten mit 3D-Scan-Technologie, auch beim Entwickeln der Sitze. Sitzbezüge vor allem. Das heißt, mein Bruder und unser Entwickler gehen da rein und entwickeln da alles auf Basis eines 3D-Scans. Und natürlich können wir die Dateien dann auch online nutzen, die 3D-Scan-Dateien, um sie zu visualisieren. Ich habe ihn lange gesucht. Hier ist er, der etwas schlichtere Sitz. Genau, ja. So ist es. Es muss nicht immer floral sein, oder? Genau so ist es. Und man sieht auch, es ist wirklich so passgenau, dass man auch bei diesen Aussparungen und so nicht sieht, dass ein Bezug drüber ist. Auch die Rückseite ist bezogen. Da sind wir die einzigen Marken, die nicht irgendwelche Gummis drumherum hängen, sondern man hat wirklich ein ganzheitliches Konzept. Du siehst gar nichts. Das ist echt der Hammer. Ja, das freut mich, dass du das so sagst. Ja, absolut. Das ist Ziel. So, Frage VW T2. Würde gehen. T2 können wir nicht. T3. Ab T3 würde gehen. T3. W907 Mercedes-Benz. Nein. Wir haben so die gängigsten Modelle, würde ich sagen. Also alles, was... Sprinter, kein Problem. Alle Transporter-Modelle. Das ist ein W907, ist ein Sprinter. Ah, wow. Guck, da siehst du mal. Hast du mich richtig erwischt? Nein, ich bin auch nicht der absolute Profi, was die Autos angeht. Das ist alles klar. Das heißt, Sprinter geht, Autos gehen auch. Ganz normale Autos habt ihr auch. Wir haben es mittlerweile stark reduziert, weil wir das in Material umgestellt haben und sagen, wir konzentrieren uns vor allem aufs Campinggeschäft. Okay, verstehe. So, da vorne habt ihr noch einen ausgestattet.
Da sind jetzt ganz, ganz viele Leute, aber das Muster ist jetzt etwas reduzierter. Genau, da hat man unifarbene Sitzflächen beispielsweise und hat dann dazu einfach einen nach oben aufgehenden Raum. Und hier seht ihr auch schon die Kollegin in Volleinsatz in Beratung. Und da soll man eben einfach den Raum, der soll größer wirken dann dadurch. Und es ist einfach sehr viel reduzierter. Unten dunkel, oben hell, der Wald geht auf. Jetzt mal eine Frage. Wenn ich jetzt nur die Sitzfläche haben möchte, geht das auch? Das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben quasi wie im Konfigurator die Dateien, die man dort bestellen kann, so fertigen wir das auch an. Man kann Armlehnen einzeln bestellen, man kann den Fahrersitz einzeln bestellen, aber wir können jetzt nicht die Sitzfläche von der Armlehne. Ja, wenn ich jetzt komplett daneben liege, es passt einfach nicht. Was ist denn dann? Nie ein Problem. Für uns ist das Allerwichtigste, dass im Vordergrund stehen, zu 100% die Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn irgendwas nicht ist, ist das Schöne, wir brauchen ja wirklich alles selbst. Das heißt, man schickt es uns und wir korrigieren das in kurzer Zeit. Ich darf mal ganz kurz da reinhalten, meine Kollegin mal, es dauert ungefähr eine Sekunde. Ja, ganz kurz, es dauert eine Sekunde dann seid ihr erlöst. Weil der Ansturm hier in Bern ist der Hammer, oder? Absolut, das ist Wahnsinn, was hier los ist. Also das ist natürlich auch die erste Messe wieder nach Corona, wo keine Zuschauerrestriktionen im größeren Stil sind. Keine Masken, sind. Ja, das keine ist so. Keine Masken, das ist schon wieder echt, man wundert sich mittlerweile. Ja. Man denkt, oh, wo haben alle ihre Maske? So, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Also hier ist die Sitzfläche ist schwarz. Genau, das ist aber, das Design ist extra so angelegt. Okay. Das heißt, dieses Design kommt immer so. Ach so, das geht ineinander über. Genau, der Forest beginnt quasi unten und geht nach oben auf. Genial, das heißt, ihr habt euch viele Gedanken gemacht, das alles sieht man auf der Webseite bei euch? Alles, man kann da auch alles, Fotos angucken, Kundenbewertungen lesen und Videos angucken. Wir haben vor allem ein Aufziehvideo, das heißt, wir haben detailliert in 10 bis 12 Minuten langen Videos erklärt, wie der Bezug bezogen wird. So, hier sieht man eine Zweifachsitzbank, wie das gemacht ist. Genau. Wenn du mir das mal kurz zeigst. Genau, hier sieht man, hier haben wir eine andere Bezugsmöglichkeit wählen müssen, weil natürlich die Transporterleute haben oft eine Wand dahinter. Das heißt, wie kommen sie da ran? Das heißt, wir haben das hier gelöst mit dem Klett hier und hier. Man kann das dann einfach zuflätten und dann hält das. Und man sieht auch, man kann auf den Konfigurator anklicken, ob man Taschen integrieren lassen will oder nicht. Und dann integrieren wir dann natürlich noch eine Tasche. Da hatte wer vorhin einen blutigen Finger, wie man sieht. So, jetzt mal eine blöde Frage. Jetzt gibt es ja Trends. Das heißt, sind die Firmen schon auf euch zugekommen? Disney, irgendwelche Sachen, wo ihr das lizenzieren könntet? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Nee, tatsächlich haben wir noch gar nicht. Also, wir hatten schon natürlich die Gedanken mal gehabt. Aber für uns ist es noch nicht so spannend, weil wir... Squid Game. Ja, Good Game. Ja, nein, für uns ist das nicht so spannend, weil wir natürlich auch in einem Geschäft sind, wo das nicht so sehr ums Lizenzieren geht. Die Camper wollen vor allem ein schönes Wohnzimmer schaffen. Man stellt sich ja auch keine Couch ins Wohnzimmer, wo es Good Game draufsteht. Ja, aber was du hier jetzt gerade aufgemacht hast, das Fass, und wir da gerade darüber berichtet haben, ja, da könnten ja Leute echt auf Ideen kommen. Du hast das so schön gemacht. Hier sieht man es im Blau. Das ist so ein dunkles Blau, genau, was so ineinander übergeht, gerastert. Genau. Das heißt, ihr habt doch Designer. Wer macht bei euch das Design? Das machen meistens, ist so ein bisschen, wir sind natürlich ein junges Startup, nur 20 Leute. Das ist immer ein bisschen Zusammenspiel. Der eine hat eine Idee, der nächste setzt es fort. Dann wird im Marketing-Team ein Stück umgesetzt und dann wird vor allem von den Designern selber noch ein bisschen was umgesetzt. So, es gibt so Hotseller. Was sind bei euch die Hotseller? Das sind eigentlich ziemlich genau zwei Welten. Wir haben die stehen voll auf dieses, drei kann man sagen, auf dieses Berg- und Walddesign, wie man es hier sieht. Ja. Und dann gibt es die mögen, wo wir auch ehrlich herkommen, volle Kanne, Tukan und Flamingo-Designs. Okay. Und dann gibt es natürlich die haben einfach nur Unifarben, schwarz-grau. Und das ist auch gar kein Problem. Wir haben natürlich auch viele Transporterkunden, auch Handwerksflotten, die nehmen dann schwarz mit Logo. Wenn da jetzt was zu sehen ist, ein Name und so weiter, kann ich hier zum Beispiel bei einer Dreier-Sitzbank drei Namen drauf machen? Natürlich. Das würde gehen. Das heißt, das ich kann zum Beispiel den Namen der Kinder drauf machen. Ich könnte einen Firmennamen machen. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemacht, oder? Ja, absolut. Also Camper, irgendwelche Camperfirmen, die genau, das machen. Genau, zum Beispiel einer unserer Kunden ist Line Camper aus München. Die haben so eine Flotte von 50 Autos und die haben überall ihr Logo. Dann haben schwarze Bezüge mit ihren Logos integriert. Die Lieferzeit? Das ist aktuell 10 bis 12 Wochen, weil wir alles per Hand machen in München. Und die Bestellung, wenn sie kommt, ist auch immer per Vorkasse bei uns, weil jedes Stück ist ein Unikat. So, jetzt die Frage des Preises. So ein komplettes Auto hier, was wird es ungefähr kosten? Um die 500 Euro. Okay, aber dafür habe ich die Sitze geschont ein ganzes Leben lang? Ja, das hoffen wir. Natürlich, wir sind jetzt seit 3 Jahren im Markt, aber wir haben jetzt noch keinen Kunden erlebt, der gesagt hat, er ist unzufrieden. So, zeig mir mal so ein Stoffmuster, wie das aufgebaut ist, dass man das mal sieht. Ja, du hast es eben erwähnt. Es ist sehr dick. Gell? Man kann es hier mal sehen. Es ist ein sehr dickes Material und damit heben wir uns schon sehr stark von der Konkurrenz ab, die meistens nur eine Stoffschicht haben. Okay. Wir haben in der Mitte noch eine 4 mm dicke Polsterung und unten nach Charmeus, damit es auch am Sitz nicht so rutscht und den Sitz drunter nicht beschädigt. Also 3 Schichten. Okay, das ist viel Aufwand, weil im Prinzip du haftest ja auch dafür, wenn jetzt der Sitz abgenutzt wird, sich zum Beispiel der Kunststoff verbindet mit dem Sitz und so weiter. Da muss man sich ganz schön viel Gedanken machen. Oder? Genau so ist es. Das soll natürlich nicht passieren. Und auch die ganzen sicherheitsrelevanten Faktoren sind natürlich berücksichtigt bei uns, von der Airbag-Naht bis zu Brandschutzfaktoren. So, die Fahrzeuge, wie kommt ihr denn an die ganzen Fahrzeuge ran, die ihr probiert? Das ist das größte Problem. Also wir haben natürlich Partner, wie beispielsweise den Freistaat in Bayern, den kennen sicherlich viele. Die stellen uns einfach... So
Sulzemoos. Genau, in Sulzemoos. Die stellen uns immer die Fahrzeuge dort zur Verfügung, beispielsweise sehr nett. Die Mahag stellt uns die Fahrzeuge in München zur Verfügung. Ja. Und so haben wir viele Partner, die das für uns freigeben. So, ich zeig's nochmal gerade, hier unten sind die Designs. Gerade mal der Name, du bist Lauri. Ja, Lauri kommt von? Kommt von Laurenz. Laurenz, so ist es. Lauri, aber jeder nennt dich Lauri. Jeder nennt mich Lauri, so ist es. Hier vorne steht er da. Du hast es verdient, dass man ein bisschen Werbung für dich machen kann. Deine Webseite ist drivedressy.com. So ist es, drivedressy.com, und da findet ihr alles, was rund ums Bezugsgeschäft und stylisches Interior zu. Jetzt mal eine blöde Frage. Kommen schon Anfragen aus der ganzen Welt? Tatsächlich ja. Wir verschicken auch schon nach Amerika, nach Afrika und Co. Nach Amerika, nach Afrika und Co. Hier ist der Lauri von Drive Dressy und hier last but not least, da kommen sie her, das florale Muster, was da ist, und wenn man dazu denn noch den passenden Messestand haben möchte, das ist ja auch ein toller Einsatz, Vodafone oder was weiß ich, die könnten sicher so ein Showcar, Promocar oder irgendwas machen. Das machen einige, genau so ist das. Wir sind auf den Messen natürlich immer vertreten, weil das Schöne ist bei uns, man kann das, online versteht man nicht, warum unser Produkt so gut ist, wie es ist. Das ist so, und der Preis rechtfertigt sich absolut, wenn man sieht, also die passen, das ist ein Lebensgefühl, ich sag mal, und du schützt das Auto noch mit dabei. Genau so ist es, und meistens ist es wirklich eine Rechnung, die aufgeht, weil der Wert dieser Sitze sinkt so rapide durch die Abnutzung, dass wenn ich das Auto zurückgebe, einfach wieder 800 bis 1000 Euro spare, und dann lohnt es sich absolut, den Bezug drauf zu machen, und ich habe auch noch Stress, wenn man Kinder hat oder Hunde, hat man keinen Stress, man kann die Bezüge einfach in die Waschmaschine stecken. Ja, vielen Dank, hier steht nochmal die Webseite drivedressy.com. Wir sind auf dem Swiss Caravan Salon. Heute am 31. Oktober 2021. Ich hoffe, du hast die Stunde mehr genutzt heute Morgen. Absolut. Wir haben die Stunde volle Kanne genutzt und sind froh, dass wir hier sein durften. Ja, denn es ist nämlich Winterzeit seit heute und das Ganze gilt auch in der Schweiz. Ist die gute Messe für dich? Es ist der Wahnsinn, weil einfach echt viel, viel los ist und die Schweizer und Produkte auch auf Qualität stehen. Ja, und da hier sieht man noch last but not least eure Magnettaschen. Das war auch eine Laune. Das war tatsächlich, die Idee kam daher, wie können wir die Bezüge noch funktionaler machen. Und da ich ja diese Pads überall in Bezüge hängen kann, so sind die Magnettaschen quasi geboren. Ja? So ist das. Also ich kann bei euch Muster bestellen. Es gibt da ein entsprechendes Paket an Mustern, oder wie läuft das? Genau, man kann online auf der Website Stoffproben kostenlos zu sich schicken lassen. Okay, danke Lauri, bis dann. Ciao. Ciao.